Herzlich willkommen bei Canisius TV am Dienstag in der fünften Osterwoche. Ich lese das Tagesgebet. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du uns neu geschaffen für das ewige Leben. Festige uns im Glauben und in der Hoffnung, damit wir die Erfüllung deiner Verheißung voll Zuversicht erwarten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir sind in der Apostelgeschichte im 14. Kapitel und die sogenannte erste Missionsreise des Apostels Paulus nähert sich seinem Ende. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und sich vor der Muttergemeinde in Antiochia zu rechtfertigen auch. In jenen Tagen kamen Juden von Antiochia und Ikonion und überredeten die Volksmenge. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am anderen Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter. Als sie dieser Stadt das Evangelium verkündet und viele Jünger gewonnen hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie sprachen den Jüngern Mut zu und ermahnten sie, dem Glauben treu zu bleiben. Sie sagten, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. In jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort und gingen dann nach Attalia hinab. Von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes empfohlen hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Und sie blieben noch längere Zeit bei den Jüngern. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, Barnabas und Paulus kommen von ihrer abenteuerlichen Missionsreise zurück nach Antiochien, Antiochia am Orontes. Da waren sie ausgesandt worden und jetzt kommen sie zurück und müssen natürlich berichten, was sie nicht alles erlebt haben. Oft waren sie mit Worten und wie wir am Anfang gehört haben, manchmal sogar mit Steinen beworfen worden. Man hat sie zu Göttern ausgerufen. So begeistert sind die Leute gewesen. Aber es hat auch Streitigkeiten im Team gegeben, sodass Johannes Markus dann sein Praktikum abgebrochen hat und wieder zurück nach Zypern ist. Aber es gab auch viele Menschen, die für den Glauben ansprechbar gewesen sind. Junge und alte Menschen, die sich zu Christus bekehrt haben. Leute, die den neuen Glauben auch für sich persönlich entdeckt haben. Die Auswertung dieser sogenannten ersten Missionsreise, die wird vor allem drei Punkte zutage fördern. Erstens, Kirche muss den Glauben verkünden. Sie verkündeten in der Stadt das Evangelium und gewannen viele Jünger, so hat es in unserem Abschnitt geheißen. Das mussten ihnen die Christen in Antiochia, als sie zurückkamen, das mussten die ihnen nicht mühsam aus der Nase herausziehen, das sprudelte aus ihnen heraus. Wer selber vom Glauben erfüllt ist, der möchte diesen Glauben weitersagen, der möchte über diesen Glauben reden. Und ein Christ, der aus seinem Glauben eine Mördergrube macht, da muss man fragen, glaubt er denn schon richtig?
Hat er überhaupt schon den Reichtum des Glaubens erfasst? Schon Petrus hat ja vor dem Hohen Rat, als er gebeten wurde, Stellung zu nehmen, gezwungen wurde, Stellung zu nehmen, hat er gesagt, wir können unmöglich schweigen über das, was wir erlebt haben. Ja, der hat sich den Mund nicht verbieten lassen. Und Paulus und Barnabas können und mögen ebenso nicht schweigen. Die Kirche lebt von der Weitergabe des Glaubens. Ein zweites, Kirche braucht Mut und Durchhaltevermögen. Auf dem Weg zurück nach Antiochia machen sie freilich noch einmal Station in den verschiedenen Orten, wo sie missioniert hatten. Sie kehrten nach Lystra, Ikonion und Antiochia, das ist ein anderes Antiochien, nach Antiochia zurück, sprachen den Jüngern Mut zu und ermahnten sie, dem Glauben treu zu bleiben. Einmal das Evangelium verkünden und dann die Leute sich selbst überlassen, das geht nicht. Der Glaube wird nicht ein für alle Mal wie ein Geschenk überreicht, sondern das ist wie ein neues Kind in einer Familie. Das muss täglich jetzt umsorgt werden, das muss gehegt werden, will auch gehegt werden. Ja, Sie alle kennen den Satz, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ja. Das zum Glauben gekommen, das ist ja erst der Anfang. Jetzt geht die Arbeit ja eigentlich erst los. Man muss Mut zu sprechen. Manchmal auch ermahnen, im Glauben treu zu sein, am Glauben festzuhalten. Diese Erfahrung, die haben auch Barnabas und Paulus gemacht und machen müssen. Und noch ein drittes, Kirche muss von ihren Erfahrungen erzählen. Die vergleichsweise alteingesessenen Christen von Antiochia, die waren gespannt, was der Paulus und der Barnabas ihnen erzählen würde. Und Paulus und Barnabas berichteten von ihren Erfahrungen in Lystra, Ikonien, Derbe, in Pisidien und Pamphylien, in Attalia und wo sie auch immer gewesen waren. Wie war's? Das wollten die Leute dort wissen. Erzählt uns von den Menschen dort. Unsere Kirche, auch die evangelische, ist eine katholische, das heißt eine umfassende, universale Kirche. Freude und Leid anderer Christen auf dem Globus kann uns hier in Europa nicht egal sein. Der informelle und der offizielle Austausch vernetzen uns. Wir können von den Erfahrungen der Christen in anderen Regionen, Gemeinden lernen und vielleicht übernehmen die ja auch das eine oder andere von uns. Mission und Glaubensweitergabe, das ist kein Kann, das ist ein Muss. Damit steht und fällt die Kirche und wenn sie das nicht tut, dann geht sie ein wie eine Primel ohne Wasser. Glaube und Kirche brauchen Mut und Durchhaltevermögen. Bleiben Sie dabei, machen Sie mit. Erzählen Sie von Ihren persönlichen Glaubenserfahrungen, so wie der Paulus und der Barnabas von ihren Erfahrungen erzählt haben. Überlassen Sie das nicht nur den Priestern und den Religionslehrern und Lehrerinnen. In unserem Glauben, da gibt's keine Laien, da gibt's nur Profis und Sie gehören dazu. Ich bete. Allmächtiger Gott, Paulus und Barnabas kommen mit gemischten Erfahrungen von ihrer Missionsreise zurück. Wir bitten dich für alle, die unter oft schwierigen und zähen Bedingungen den Glauben weitergeben. Die Missionare,
die Eltern und Großeltern, die Kollegen im Büro oder die Kameraden im Klassenzimmer. Bahne ihnen einen Weg zu den Herzen der Menschen. Für alle in der Kirche, die der Mut verlassen hat und denen der Geduldsfaden in der Kirche zu reißen droht, öffne unseren Horizont, damit nicht kleinkarierte Verzagtheit, sondern das Evangelium unser Inneres ausfüllt. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Anliegen. Für alle Verstorbenen, denen wir unseren Glauben verdanken, auf deren Schultern wir stehen, wir denken an unsere toten Eltern und Großeltern, an einstige Lehrer und Erzieherinnen, an mutige Freunde von früher. Lass sie uns nie vergessen. Guter Gott, seit den Tagen des Paulus und des Barnabas wird der Glaube verkündet. Bis zur Wiederkunft Jesu Christi soll das so geschehen. Mache auch uns zu einem Glied dieser Kette, damit auch in unseren Tagen das Evangelium weitergereicht wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Unser heutiges Lied ist ein Kirchenlied. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich, Herr. Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann. Sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf. Hemme keine List noch Macht, schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr. Gib den Boten Kraft und Mut, Glaube, Hoffnung, Liebesglut. Und lass reiche Frucht aufgehen, wo sie unter Tränen säen. Erbarm dich, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, Herr. Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist. In dir bleiben alle Zeit, heut wie in alle Ewigkeit. Erbarm dich, Herr. Möchte nur noch den Segen Gottes mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Sie sind ein Bote des Evangeliums. Verkünden Sie mit Worten und Werken unseren Herrn. Bis morgen.